Wir haben uns einen 20 Meter Hüpfburg-Hindernisparcours in die Halle bestellt, der das komplette Ding hier einmal ausfüllt. Machen jetzt verschiedene Challenges mit richtig nice Leuten und zu den Regeln kommen wir jetzt sofort. Let's go! Ich fange erstmal ganz geschmeidig an, einmal durch diesen Wibbly-Wobbly-Wald hier durch. Dann müssen wir durch jeden Ring einmal komplett im Zickzack-Slalom durch. Man muss durch jeden Ring durch, sonst gibt es Fehlpunkte. Dann einmal nach hier oben hoch. In Militärmanier! Und dann einmal hier runterrutschen quasi. Auf entspannt. Das Ganze wäre natürlich sehr langweilig, wenn wir einfach nur darüber laufen, weil dann ist das Video relativ schnell vorbei. Deshalb haben wir ein paar wunderschöne Gäste mit dabei. Theos mit dabei. Philos mit dabei, Marius und auch Kevin. 5 wunderbare Runden und 7 verschiedene Challenges, die jetzt hier einmal im Glücksrad ausgeraffelt werden müssen. Und ich würde sagen, wir fangen einfach direkt an. Jungs, wer von euch will zuerst? Marius? Okay, let's go. Oh. Nicht in die Mitte gucken. Kellner. Kellner? Challenge Nummer 1 für die erste Runde von uns allen Kellner. Ich mache Runde Nummer 2. Schauen wir. Es ist blind. Oh mein Gott, was? Let's go. Aua, meine Hand. Wo ist Runde Nummer 4 ist? Boah, mit so einem Ei und es ist die Löffel-Balance. Ich würde sagen, wir fangen an mit Runde Nummer 1, Kellner. Viel Spaß. Boah, ich bin mit meinem Nagelbrett auf der Hüpfburg unterwegs. Hoffentlich passiert... Oh! Oh mein Gott. Och nee, die Luft geht raus. Wäre ich doch nur gut versichert. Spaß, Leute. Ich check doch alle meine Versicherungen mit Clark ab. Was soll mir schon passieren? Oh, hä? Warte mal, das ist ein Wunder, es funktioniert alles. Und das nur, weil ich gut versichert bin. Nein, jetzt mal Spaß beiseite, meine Freunde. Checkt eure Versicherungen, es ist wirklich lebensnotwendig, anständig versichert zu sein. Egal ob Haftpflicht, Krankenversicherung, Kfz-Versicherung, alles gebündelt in einer App. Checkt da auf jeden Fall gerne mal Clark aus. Dicker Kuss geht raus, dass Clark auch dieses Video hier möglich gemacht hat. Denn ihr wisst, wirklich im Leben ohne Versicherung läuft gar nichts. In diesem Sinne, Kuss geht raus an Clark. Vielen Dank für diese Integration. Checkt den Link in der Videobeschreibung ab, da findet ihr alle weiteren Infos. Und ja, Mann, ich bin an der Stelle raus. Peace. Das heutige Video ist übrigens unterstützt von Clark, nur dass du es weißt. Challenge Nummer 1 ist der gute alte Kellner. Dieses Glas Wasser muss einmal hier durchbefördert werden. Ganz wichtig. Alles, was du verschüttest, wird am Ende gegengerechnet auf deine Zeit. Philo, bist du ready? Nein. Denk an den Slalom. 3, 2, 1, let's go! Hey, ja, Junge, lauf, 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 lauf! Vorsichtig, nicht verschütten! Hey, oh, da hat er richtig gespillt! Oh, Junge, Junge, Junge! Hoch, 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 hoch! Oh mein Gott, jetzt kommt die Rutsche des Todes! Todesrutsche! Digga, what the... Bruder, Digga, clean! 17 Sekunden, 5. Da fehlt auf jeden Fall einiges. Wir geben dir 20 Sekunden, es tut mir leid. Okay, wir füllen das Glas wieder auf. Runde Nummer 2 mach ich. Let's go. Auf die Plätze, fertig, los! Ah! Ah! Ich spille so viel Wasser. Ah! Ach so, hier hinten erst. Egal, ich war trotzdem schneller als Philo. 16, 52 und ich bin noch drin. Kevin, bist du ready? Nein, nicht trinken. Nein, nein, nicht trinken. Willst du ansaugen mit dem Maul? Ja, genau. Bro, du hast einen Bart, das funktioniert nicht. Digga, der hat schon jetzt was verkippt, ich glaub's nicht. 3, 2, 1, go! Okay, sehr cleaner Start hier. Aber jetzt fehlt ihm hier die Hand und das wird ihm auf jeden Fall Zeit kosten. Verschüttet er auch ordentlich, da ist er richtig am Splashen, der kleine Splasher. Jetzt geht's hier vorne gleich den Militärstrap nach oben. Und auch hier keinerlei Sichtung von seiner Seite. Da bin ich scheinbar mit meiner Zeit nach vorne. Kevin hier mit einer Zeit von 25,49. Und er hat's geschafft. Kevin, deine Zeit zählt aber so ganz knapp. Nee, das zählt, Bro. Ja, Bro, aber die ist so ganz knapp. Aber guck mal. 3, 2, 1, go. Der ist schnell. Oh mein Gott, der ist schnell. Der ist sehr schnell. Theo, Theo, Theo. Oh mein Gott, der ist viel zu schnell. Bro. Der ist OP. Er ist OP, er ist OP. Und. War er schneller als ich? Wie viel? Das waren 200 Sekunden. Oh mein Gott. Die Hüpfburg Wasser TikTok Challenge, wer kennt sie nicht? Runde Nummer 1 geht damit an Theo. Philo 0 Punkte. Die anderen eigentlich auch 0 Punkte. 1 Punkt für Theo. Perfekt, schade drum. Okay, und wenn ihr wollt, dass wir mehr solche Dinge in unserer Halle machen, schreibt uns jetzt mal Ideen und Vorschläge, was wir alles noch in der Halle machen können, hier in die Kommentare. Ich habe deine Idee beim nächsten Video gemacht. Und du wirst angepinnt. Bist du bereit? Ja. Blind Nummer 2. 3, 2, 1, los! Ja, gut, 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 weiter. Oh mein Gott, oh mein Gott. Ja, smart. Was? Das waren die Ringe, yo, what the fuck? Theo und stopp! Der war schneller als eben. Heftiger Run. Digga. Stabil. 3, 2, 1, los. Ah! Da ist so eine Verpackung. Ah! Ah!
Ja! Ich hab mir so weh getan. Kennt ihr diese Kinderbrand? Wenn eure Kinder ver... Egal. 3, 2, 1, go! Oh mein Gott, der ist sehr schnell. Falsch, zurück! Ring verpasst, Ring verpasst, Ring verpasst, Ring verpasst! Ja! Und jetzt hoch! Lauf, Marius, lauf! Marius? Ja! Marius! Komm, ich hab dich! Ja! Geht's dir gut? Ich kann mich überschlagen. Wir sind alle schwindelig. 3, 2, 1, go! Okay, Ring Nummer 1 nimmt er hier sehr schön. Ring Nummer 2 auch sehr schön. Ring Nummer 3, der Junge ist schnell. Der Junge ist eine Gazelle. Jetzt geht's. Wo ist die Scheiße? Er klettert hoch, er klettert hoch, er klettert hoch. Der aber jetzt hier ein bisschen beim Hochklettern struggelt, kommt jetzt hier langsam herunter. Mann! Mann, stopp! Okay, easy. 22, 34. Digga, hier geht man übelst stark. 3, 2, 1, go! Digga, L. Leg dich erstmal hin. Ein Ring, sehr schön. Ja, dritter Ring kommt. Wunderbare Performance hier. Vorsichtig, vorsichtig, vorsichtig. Und er klettert wie ein junger Affengott. Rollt hier herunter. Muss jetzt hier schnell die Punkte holen. Und jetzt bei 18,95. Damit geht Runde Nummer 2 nicht und wir kommen sofort zur Runde Nummer 3. Runde Nummer 3 steht an und wir gehen in den Sack hinein. Wir spielen eine Runde Sackhüpfen. Innerhalb dieses Parcours, ich habe keine Ahnung, wie das funktionieren soll. Wie soll ich denn da durchhüpfen durch diese Dinger? Auf die Plätze, fertig, los. Meine Füße brennen von unten. Das dümmste Video, was ihr je gemacht habt. Theo von TikTok, Theo Caro, Theo Galileo, bist du bereit? Nein. 3, 2, 1, go! Ja, oh mein Gott, was für ein Pace! Was? Yo, okay, der Junge ist schnell. Der Junge ist actually schnell. Was? 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 12, 33! Bahnrekord! Bahnrekord, Junge! 3, 2, 1, go! Okay, bisschen unbeholfen hier, den Sack nicht verlieren, den Sack nicht verlieren. Jetzt kommt der Sprung. Der Also gescheitert. Alter, wie hat Theo das geschafft? Nein! Kann ich auch aufgeben, Bro? Ich hab's gleich. 1:32. Hey. Marius, let's go. Ah ja, er fährt die Erdbahn-Taktik hier. Geht hier durch die Donuts durch wie ein Kopf im Donutladen. Hat jetzt hier auch kleine Struggles mit der Tüte hier hochzukommen. Das sieht mir ganz und gar nicht nach einer Bestzeit aus, meine Damen und Herren. Das ist absolut peinlich. Klettert aber jetzt hier wie ein junger Klettergott. Den Sack noch an den Füßen, das ist wichtig. Boden berührt mit 24,98. Marius, nicht schlecht. Nicht schlecht. Doppelt so schnell wie Theo war das, oder? Aber auch nicht gut. Weg in den Rheinsack. 3, 2, 1, go! Der Bro kommt auf jeden Fall straight von der Clown-Schule, versucht hier aber sein Bestes, hasselt den Parcours hier einmal aggressiv ab und ist actually mit einer gar nicht so schlechten Zeit am Start. Hat hier leicht den Struggle, verliert hier den Sack und auch die Fassung. Kevin, Bob Platte, versucht hier heute sein allerbestes Jutsis, den Sack in der Hand. Kevin, müsste vielleicht noch den Boden berühren. Und stopp, 40,88, Kevin, das ist deine schlechteste Zeit bis jetzt. Weiter so. Trotzdem besser als Felix. Das stimmt. Theo, diese Runde geht da nicht, steht 2:1 gerade, glaube ich, ne? Ja, du musst jetzt 1 gewinnen. Junge, Junge, Junge. Runde Nummer 4 ist einmal der Eierlauf. Das Ding muss vorne sein, wenn der Ball runterfällt. Over. Over, die Runde zählt nicht, okay? Bist du ready? 3, 2, 1, go! Nee, oh mein Gott. Oh mein Gott, Digga, wie kann man dabei so schnell sein? Jetzt wird's echt schwierig. Alter, starke Technik, mein Jutze. Nicht schlecht. Nein, Bro! Das zählt. Sicher? Bro, stark. 17,85. Auf die Plätze, fertig, los. Ah. Ah. War ich langsamer? War ich schneller? Ja! Ja! Ah, Daddy! Aua! Kevin, bist du ready? Der ran mit dem Ball. 3, 2, 1, go! Oh, starke Technik. Ball verloren. Ball verloren. Kevin, du bist raus. Was? Kevin. Was? Einmal Ball verloren, ja. Ist schon raus? Ja. Sollte mich f***en. Was ist das denn für ein Scheißformat? Felix die Grille. 3, 2, 1, go! Oha, Bruder, wir haben hier einen komplett neuen Kandidaten am Field. Runter. Hat den Ball verloren. Hab den Ball verloren. Hab den Ball verloren. Und wir kommen zu Marius. 3, 2, 1, go! Der hält den Ball fest! Der hält den Ball fest! Marius! Der hält den Ball fest. Ich halte ihn überhaupt nicht fest. Den Löffel weit halten. Der hält den Löffel falsch. Ah, der hält den Löffel falsch.
Jetzt kommen wir zum Finale, steht 2 zu 2. Eigentlich können jetzt nur noch Theo und ich gewinnen. Dann macht ihr einfach 1 gegen 1. 1 gegen 1? Ja. Okay, tut ja auch allein weh. Aua, das klebt! Aua! Aua! Hallo, mein Hund muss hier weg. Okay, ready? 3, 2, 1, los! Ich hab ihn gegen den Kopf getreten. Ich hab ihn gegen den Kopf getreten. Nein! Hast du das so weg? Mein Mann! Nein! Nein! Nein, nein, nein! 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 Ah, nein! Sorry, Bro. Damit geht diese Challenge heute, aua, an mich. Damit habe ich diese beschissene Challenge gewonnen. Für was? Für gar nichts. Das war's von diesem Video. Wenn ihr mehr davon sehen wollt, schaut gerne bei den anderen ebenfalls vorbei. Marius verlinkt, Theos verlinkt, Fido ist verlinkt, Kevin ist verlinkt. Absoluter Traum. Schreibt uns jetzt gerne in die Kommentare, was wir noch in dieser geisteskranken Halle machen sollen. Hört rein, bis zum nächsten Mal. Ciao.